Und der liebe Juri war mal wieder für euch unterwegs, meine lieben Freunde. Mein Name ist J6, hier ein kleiner Ausschnitt erstmal. So, meine lieben Freunde, tja, der Juri war mal wieder unterwegs. Und ganz ehrlich, ich habe da jetzt so Leute gesehen in diesem Video, bevor wir jetzt gleich zu diesem Video weiterkommen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Gucken wir uns gleich mal an. Und ich habe da gerade in den Ausschnitten auch Leute gesehen, die ich gar nicht erkannt habe. Das sind komplett wieder alle neu. Die ganzen Leute, die jetzt da vor Ort sind, sind mir gar nicht bekannt. Kenne ich nicht. Und interessant zu sehen jetzt hier aus Thailand, ja? Aus dem Hotelzimmer raus. Ich gehe gleich wieder raus übrigens. Ja, ist tot, das war's. Das Original ist weg und dann wird das zweite auch weggehen. Das habe ich euch aber vorher schon gesagt. Das Original mit Knecht Martin ist ja dann aufgelöst worden. War, weil es ein paar Herrschaften so wollten. So, ja. Die zweite hat auch keinen Sinn, wie ihr seht. Also nur Gelaber, heiße Luft und es ist wieder nichts passiert. Ihr seht, wie das Volk agiert. Sie sind so. Ja, die sind so. Ja, und das ist so. Ja, das ist so, wie es ist. Ist es eben so. Du kannst da nicht viel ändern. Ja, trotzdem lustig zu sehen. Ich danke dem Juri nochmal für die Aufnahmen. Der ist ja komplett da vorbeigelaufen. Da steht halt immer noch Berliner Mahnwache, Bauernmahnwache. Aber es ist ja alles, ja. Ja, das war's. Ja, alles heiße Luft nur noch. Und ihr wisst ja, wie das ist. So, so viel zu Deutschland. Und wir stehen für eine Sache ein. Ja. Für 2 Monate steht ihr ein, dann seid ihr wieder zu Hause bei eurem Bierchen am Abend. So viel passiert da nicht. Und wenn ihr dann kommt, dann gibt es nur Gelaber, ja, an die Leute, die nur labern und dann wieder weg sind da vor Ort. Ja. Ich bin, glaube ich, als YouTuber, der vor Ort war, gefilmt hat jeden Tag, öfters dort vor Ort gewesen, als die Leute, die da selber waren. Ja, die kurz kamen und haben nur gelabert. Ja, es ist so. Es ist halt so. Es ist halt so. Hilft dir alles nichts. Bringt dir alles nichts. Genau, ich wollte gar nicht so lange quatschen eigentlich hier. Guckt euch an und wir sehen uns hinterher nochmal. Also so wie ich das sehe, sind das alles neue Gesichter. Ich kenne die alle ja nicht. Naja, diese Mahnwache ist offiziell jetzt auch sozusagen durch. Tja, Freunde, so viel zur zweiten Mahnwache. Sieht wohl so aus, als wäre das Spiel vorbei. Ich habe aber nochmal recherchiert. Und zwar geht das Ganze angeblich noch bis zum 31. März. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja noch vorher, aus dem Urlaub zu kommen und mir das selber nochmal anzugucken. Bevor sie hier komplett dicht machen. Wahrscheinlich löst sich das erste Mahnwache auf. Das war viel, wo die Busse stehen, war das viel länger. Gestern war noch viel, etwas mehr hier davon.
So, und mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Ich glaube, wir sind jetzt auch alle bedient. Ja, der Juri hat natürlich wieder gute Arbeit geleistet für mich. Meine zweite Hand, meine rechte Hand besser gesagt. Und ja, ohne ihn würde ich das jetzt nicht machen können. Ne? Also einmal bitte in die Kommentare. Respekt an Juri oder sonst wie. Ja, ich gebe wieder zurück ins Studio in Bangkok. So, war schön zu sehen, oder? Die zweite Mannwache steht kurz vorm Zappenduster, kurz vorm Ende. Und ich glaube, wenn ich jetzt, bleibt noch eine Woche in Thailand, wenn ich jetzt eine Woche später da bin, gibt es diese Mahnwache 2 bereits schon nicht mehr. Schätze ich mal. Und wenn es die immer noch gibt, dann gehe ich da einfach mal live trotzdem hin. Ich bin zwar ein Mann meines Wortes, aber ich quatsche die Leute da mal an vielleicht. Gehe ich mal rüber und frage, was ist das hier eigentlich noch? Warum seid ihr eigentlich noch hier? So, es wäre mal interessant, wie sie antworten, ob ich bepöbelt werde oder nicht. Gucken wir uns mal an. Vielleicht gehe ich rüber, vielleicht habe ich auch gar keinen Bock auf die ganzen Vögelgesichter, die in ihrem Leben nicht klarkommen. Ja, weil ihr eigenes Land halt nicht klarkommt und die Politik eh mal was sie wollen, du weißt, ne? Ja, was willst du mit den Leuten reden, wenn ihre eigene Verfassung dann immer stimmt? Ja, wenn alle spinnen, wenn alle machen, was sie wollen. Ja, sie sind durcheinander. Ja, so wie das Volk ja selber auch. So, so viel dazu. Ich danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist J6. Bis zum nächsten Mal. Ein weiterer Update war das jetzt hier für euch. Und ich meine, was soll man denn erwarten bei einer Ampel, Alter, die rot, gelb, grün schaltet? Es ist ja auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, das war schon eigentlich immer. So, was wollt ihr dann, wenn die Regierung es nicht drauf hat, was wollt ihr dann von den Leuten erwarten? Ja, die sind, könnte ich mal gerade auslaufen. Die sind froh, wenn die sich was zu essen kochen, das Bier auf dem Tisch steht. Mehr können sie nicht. Deutschland ist nicht Frankreich. Das müsst ihr euch endlich merken. Und wenn es euch nicht gefällt und das Gelaber hier auch nicht von mir, dann geht selber und macht selber was. Ansonsten, dieses Pop, Pop, Pop bringt nichts. Ja, habt ihr ja auch gesehen. Ja. Und Icke, ich bin ein Korrespondent. Ich gehe nicht für dieses Land kämpfen oder sterben. Das ist das, was sie da beschließen und ich opfer dein Leben oder was? Ha! Nicht mit mir, meine lieben Freunde. Das war's. Bis zum nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich lege mich immer schön auf eine Runde Bett hin, mache ein bisschen Pause und dann gehe ich wieder raus. Schön Bangkok genießen bei 31 Grad am Abend. Tschüss! Liebe Grüße aus Thailand. 0 Uhr abends. Ne, guck mal ganz kurz mal, wenn wir schon hier sind, guck mal ganz kurz das Wetter an in Berlin. Und ich kann euch auch sagen, warum die Leute so drauf sind, wie sie drauf sind. Erstens hängt es auch vom Wetter ab, Klima. Darum sind die Leute so. Ja, tagsüber 11 Grad, 12 Grad, nachts über 7 Grad, 3 Grad. wir sind schon im März. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Was soll ich euch sagen? So ist das eben mit dem Leben. Tschüss, jetzt bin ich raus. Oh.